Moin, liebe Zuschauer von der Niedersächsischen Staatskanzlei, vor der ich gerade stehe. Das ist der Arbeitsplatz unseres Ministerpräsidenten, seit einem Jahr Regierungschef einer großen Koalition hier in Niedersachsen. Und heute hat er sich Zeit für uns genommen. Wir haben einige Fragen im Gepäck und sind auf seine Antworten gespannt. Viel Vergnügen. Herr Ministerpräsident, wir haben aktuelle Umfragewerte vorliegen. Demnach wäre die SPD, wenn jetzt Landtagswahlen wären, bei 26% und damit sogar hinter der CDU mit 27%. Das sind mehr als 10 Prozentpunkte weniger als bei der Landtagswahl vor gut einem Jahr. Was hat die SPD, was haben Sie als Landesvorsitzender und Regierungschef falsch gemacht? Ich hätte ehrlich gesagt mit solchen Werten gerechnet, denn sie entsprechen dem, was wir derzeit bei Wahlen sehen, Stichwort Bayern und Hessen, und es entspricht auch dem, was wir leider bei den Umfragen auf der Bundesebene sehen. Niedersachsen ist keine Insel und es wäre ganz, ganz ungewöhnlich, wenn sich die niedersächsische SPD einem solchen Trend entziehen könnte. Wir haben bei den Landtagswahlen sicherlich ein tolles Ergebnis erzielt, das allerdings auch wirklich am oberen Ende unserer Möglichkeiten sich bewegt. Und wenn wir das alles berücksichtigen, dann würde ich sagen, ja, das entspricht eben den Erwartungen und es ist ein Auftrag, dass hoffentlich bei den nächsten Umfragen dann auch wieder andere Werte zu sehen sind auf der Bundesebene, aber auch bei uns in Niedersachsen. Bundesebene ist ja ein Stichwort. Andrea Nahles, die SPD-Chefin auf Bundesebene, hat die Abschaffung von Hartz IV gefordert und ziemlich schnell Widerspruch vom niedersächsischen Ministerpräsidenten da in der Frage erhalten. Warum sind Sie Ihrer Parteichefin in der Frage in den Rücken gefallen? Ich glaube gar nicht, dass das so ein arger Widerspruch ist. Was ich aber wirklich betone ist, es gibt wesentliche Elemente der Agenda, die haben sich schlicht und einfach bewährt und kein Mensch will sie ernsthaft abschaffen. Denken Sie mal an den Umbau der Arbeitsverwaltung. Wie hat früher das alte Arbeitsamt gearbeitet und wie arbeitet heute die Bundesagentur für Arbeit? Das ist wirklich ein großer Unterschied. Oder denken Sie an die Abschaffung der früheren Sozialhilfe, die ja Millionen von Menschen wirklich vom Arbeitsmarkt abgeschnitten hat. Und kein Mensch, den ich kenne jedenfalls, will die Sozialhilfe zurückhaben. Und dass wir andere Fragen uns neu stellen und dann auch neu bewerten, das finde ich völlig in Ordnung. Zum Beispiel, wie können wir eigentlich besser die Kinderarmut bekämpfen? Oder wie können wir eigentlich älteren Arbeitnehmern, die ihr Leben lang eingezahlt haben in die Sozialkassen, besser gerecht werden und sie ehrlich gesagt auch besser stellen als andere, die eben nicht so viele in die Sozialkassen eingezahlt haben. Eines ist mir allerdings in diesem Zusammenhang wirklich wichtig. Wer arbeitet und wer gearbeitet hat, der soll auch besser gestellt werden als andere. Ich glaube, das entspricht einem ganz grundlegenden Gefühl in großen Teilen der Bevölkerung. Ich habe kürzlich auch zu dieser Frage mit einem Kollegen noch aus Berlin telefoniert und der sagte, ja, das ist ja wieder so eine Sache gewesen. Mit dieser Äußerung, da wollte der Herr Weil sich bestimmt wieder als möglicher Nachfolger für Frau Nahles in Position bringen. Das ist ja immer ein Thema, was immer mal wieder kommt. Was sagen Sie dazu? Ist das ein Manöver gewesen, um sozusagen Frau Nahles ein bisschen das Wasser abzugraben? Nein, ganz gewiss nicht. Aber wenn eine solche Diskussion stattfindet, dann werde ich auch nach meiner Meinung gefragt. Und ich kann wirklich in großen Teilen der niedersächsischen SPD dafür auch Unterstützung finden. Also sauber zu differenzieren, was hat sich bewährt und was können wir behalten und worüber müssen wir neu reden und darüber können wir dann auch gut miteinander reden. Ich denke, dass das eine Haltung ist, die weit über Niedersachsen hinaus auch eine Menge Unterstützung haben wird. Ist es jedenfalls meine Überzeugung. Und zu der Mutmaßung, Stefan Weil bringt sich in Position für Berlin? Da ist nichts dran. Ich fühle mich wirklich in Niedersachsen pudelwohl. Ich mag meine Arbeit und ich mache sie ausgesprochen gerne. Und wenn ich so in den großen Teilen Niedersachsens unterwegs bin und ich bin wirklich viel in den Regionen, dann habe ich den Eindruck, die Leute finden es eigentlich auch ganz gut, wie ich es mache. Und da macht es gleich noch mehr Spaß.